Über den Modulator der elektronischen Bremse hat Krone TV schon in epischer Breite berichtet. Wir greifen das Thema heute aber nochmal auf und legen den Fokus auf die Bremsdaten im Kontext Telematik. Die Schaltzentrale der Bremse überwacht den gesamten Bremsvorgang und ermittelt den optimalen Bremsdruck in Abhängigkeit von der gefahrenen Geschwindigkeit und dem Beladungszustand. Der Beladungszustand wird ermittelt über den Druck in den Luftfederbälgen und die Geschwindigkeit über die ABS-Sensoren. Das Sammeln und blitzschnelle Verarbeiten dieser Daten sorgt also dafür, dass du deinen Krone-Auflieger immer schnell und sicher zum Stehen bringst. Sie liefern aber auch via Telematik wertvolle Informationen für deinen Fuhrparkleiter. Der kann schon bei Antritt deiner Tour anhand der Achslasten sehen, ob das geladene Maschinenteil an der richtigen Stelle steht. Denn wenn bei 25 Tonnen Ladungsgewicht dein Dreiachsaggregat nur circa die Hälfte trägt, dann ist deine Triebachse der Zugmaschine mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit überlastet. Und eventuell musste eben aufgrund der suboptimalen Lastverteilung euer Roll Stability System RSS überproportional häufig eingreifen. Und wenn dem so ist, hilft allen Beteiligten das schnelle Feedback aus der Zentrale, um die Ladung gemäß des Lastverteilungsplanes optimiert zu positionieren. Wenn dann noch TPMS-Sensoren verbaut sind, können die Reifendruckwerte auf dem Krone Telematik-Portal angezeigt und bei Bedarf korrigiert werden. Mit wenigen Handgriffen lassen sich diese Werte im Portal mit Alarmen belegen und oder zu aussagekräftigen Berichten aufbereiten. Die Krone KSC-Box arbeitet selbstverständlich mit allen etablierten Bremsenherstellern zusammen und ist bekanntlich kompatibel zu allen gängigen Telematiksystemen. Resümee: Diese smarte Box liefert sicherheitsrelevante Daten in Echtzeit und das im Übrigen für gerade mal 1 Euro Heuermann im Monat.